Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von... Ich hätte gerade fast New Pokémon Snap gesagt. Nein, wir spielen gerade Pokémon Tekken. Sind noch in der grünen Liga, Platz 20 im Moment. Und ja, mal gucken, wir können, wenn wir jetzt gewinnen, in die Top 8 aufsteigen, wie ihr seht. Und die Top 8 brauchen wir, um am Turnier teilnehmen zu können. Aber erstmal müssen wir ein paar... Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie gegen Platz 32 verlieren, aber gegen Platz 8 gewinnen? Keine Ahnung. Ich will's auch nicht rausfinden. Also, mal gucken, ob ich's noch irgendwie geschissen krieg, nachdem ich jetzt wieder ein paar Tage Pause hatte. So, kurzer Grab. So war die Kombo. So, Serpifeu kann nicht töten. Wie gegen die Projektile? So. Was, das hat ihn nicht gehittet? Ah, das kann ihn auch nicht finishen. Hype-Finisher. Egelsamen kann nicht finishen. Das ist in dem Spiel anscheinend echt wichtig zu wissen, welche Moves töten können und welche nicht. Ah, ich habe tatsächlich gehofft, dass er noch weiter shieldet. Das dürfte töten. Ist aber nur eine Theorie. Ja, wieder nicht sonderlich schwierig zu Beginn. Ich spam immer noch random Buttons so ziemlich. Und es funktioniert. So läuft das bisher in diesem Game. Und wir bekommen mal wieder 3,5 Sterne. Oh, das Level hättet ihr mir geben können. Jetzt kämpfen wir zum ersten Mal gegen Suicune, glaube ich. Jeder Tag verdient Hingabe, heißt es. Ich heb sie mir auf, für wenn es drauf ankommt. Aha, warum der jetzt so einen Dialog hatte, weiß ich nicht. Aber wir haben auch mal eine andere Stage, Neo City. Oh, der hat eine Winrate von 91. Der will flexen. Da bin ich jetzt mal gespannt, dieses fucking Win genau. Aha, am Anfang ist er ganz nice gedodged, aber dann... Danach hat er sehr nachgelassen. Ja, so viel dazu. Ja, am Anfang war er ganz decent, aber danach... Diese 91er Winrate, ich habe jetzt theoretisch volles Serpifeu und Lapras, soweit ich weiß. Ja, aber Lapras, das ist besser. Ich werde bei der Strategie bleiben, so Instant Lapras. So, dann Limit. Graben wir ihn, weil das nicht broken ist. Lesen wir seine Option. Und wir haben gewonnen. Diese Kämpfe sind wirklich schwer immer.
Digga. Ach, er hat noch 8 HP. Sick. Irgendwie sind die zweiten Kämpfe halt echt so lächerlich mit der Strategie, die ich hier auch habe. Wir hatten aber auch noch nie, dass ein Gegner sein Resonanzlimit benutzt hat. So, nächstes Level. Komm. Vielleicht ist an diesem Sprichwort doch was dran. Warum du jetzt Dialoge hast, weiß ich immer noch nicht. Der war Platz 19. Aber unser Ziel wird sowieso hauptsächlich sein, den Branford zu besiegen. Mit seinem Lucario. Wenn wir das schaffen, dann können wir danach an dem Turnier teilnehmen. Irgendwie sind die Winrates von denen auch echt gewürfelt. So, selbe Taktik wie immer. Okay, er hat nicht instant ein Projektil geschmissen wie 90% der Gegner. Lass dich hitten und Combo. Und grabben. Ah, stimmt. Irgendwie habe ich gerade gedacht, wir werden in der Feldphase. Ja. Es geht genauso weiter, wie es letztes Mal aufgehört hat bisher. Wir zerstören die eigentlich komplett ohne irgendwas. Steh nur auf, trau dich. Er ist auf 416, wenn wir ihn jetzt grabben. Digga, diese Strategie. Ich glaube, er überlebt sogar den Limit-Hit. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich hat er, oder? Nee, hat das Suicune nicht irgendwie noch 240 hier und hat mit 8 überlebt? Nein, Suicune hatte 207. Das heißt, wir finishen so, ja, wieder das gesamte Set nicht einmal gehittet worden. Es ist bis an diesen Punkt einfach ein Massaker. Ich meine, denen gefällt meine Defensive und Technik nicht, aber ich gewinne hier also. So, machen wir nochmal ein bisschen Defense. Und jetzt geht's ab, Branford. Platz 8 auf der Rangliste. Ah, der ist Platz 8 mit einer 54% Winrate. Vorhin haben wir gegen Platz 19 mit einer 91er Winrate gekämpft. Also, das hat echt gar nichts zu sagen. Schön, dass er erstmal stehen bleibt. Okay. Okay, der hat sich schon mehr gewehrt als viele andere. Und ich sehe gerade, meine Resonanzleiste ist dadurch auch gar nicht so voll wie sonst. Das heißt, meine Taktik wird nicht so funktionieren. So, out of shield grab. Jetzt! Ich würde behaupten, er ist auf Grab-Prozenten. Also Prozenten. So. Willst du gehittet werden?
Ich glaube, wir haben damit Platz 8 besiegt. Ich meine natürlich, die haben auch unterschiedliche Defense-Stats, aber ja, das tötet. Und die Strategie, die ich im zweiten Kampf fahre, funktioniert immer noch. Dieses Mal mussten wir zwar einen Moment warten auf unser Gedöns, aber... Yay, Glücksbonus. Junge, mein Avatar juckt mich so wenig, das glaubst du nicht. Ich weiß halt echt nicht, was theoretisch wäre, wenn wir den Kampf jetzt verlieren, nachdem wir schon Platz 8 besiegt haben, aber... Rausfinden werden wir es, denke ich, und hoffe ich mal nicht. So. Was willst du vor... Ah, der hat wieder 92% und ist lower gerankt als der davor. Also die Winrate... verständlich. Ja, okay, to be fair, ich habe eine 100er Winrate. Aber die haben genauso viele Kämpfe wie ich. Ich mag die Grabs in diesem Spiel. Ja, den habe ich wieder auseinandergenommen. Der hat sich nicht krass gewehrt. Ich habe das Gefühl, jedes Mal in diesen Fünfergruppen gibt es nur einen, der überhaupt relevant versucht, was entgegenzusetzen. Und das ist der mit dem höchsten... Oh! Aber wir haben fast kein Resonanzmeter und der Gegner hat volles. Ich wollte gerade sagen, kann man Lapras überhaupt ausweichen in dem Modus? Ja, jetzt haben wir ihn aber auch schon auf dem letzten Leben. Ah, er ist gedodged. Fun Fact. Oh, lass dich grabben, du Affe. Ja, der macht halt gar nichts. Der macht halt gar nichts. Und damit haben wir mal wieder Kampf 2 gewonnen, ohne gehittet zu werden. Die benutzen ihr Resonanzlimit einfach nicht bis hierhin. Ich weiß echt nicht, was an meiner Technik, einfach nur Buttons zu spammen, das Problem ist. Ich meine, ich kann immerhin eine Combo, die, by the way, nur im Duellmodus funktioniert, aber... So. Aha. Wir haben schon längst den Titel Lebende Legende. Und jetzt bekommen wir durchschnittlicher Trainer. Perfekt. So, damit müssten wir auf Platz 8 aufsteigen. Bekommen Kohle, die mich ähnlich wenig juckt. Die kann man, glaube ich, auch nur für einen Avatar verwenden. Gratuliere, du bist unter den besten 8 Trainern. Jetzt kannst du am Turnier teilnehmen. Hier läuft es anders als bei Liga-Matches. Hier kannst du während des Turniers deine Helferteams nicht ändern. Wow, weil ich nicht eh die ganze Zeit dasselbe nutze. Ach so, und bei einer Niederlage fliegst du sofort raus. Aber du kannst das schaffen. Vertrau auf deine Kraft. Theoretisch könnte ich auch nochmal in der Rangliste vorher höher steigen. Aber why? Why would I? So, überraschenderweise nehme ich dasselbe Team wie immer. So, wir spielen gegen Platz 4, der ins Nibuna hat. Ah, wir sehen zum ersten Mal auch ein Gardevoir hier im Bracket. Wobei ich nicht weiß, ob wir gegen Dead kämpfen werden, weil muss immerhin gegen Platz 1. So, ich weiß auch gar nicht, ist jedes Match in diesem Game Best of 3 oder gibt es im Turnier auch Best of 5? Auf jeden Fall ist das hier die Arena für jedes Liga-Match. Na dann, gucken wir mal, was in der ersten Runde abgeht. Ich glaube, wir werden hier nochmal auf ein bisschen mehr Gegenwehr stoßen. So, kleiner Grab gelandet. Grabs in dem Spiel sind fucking strong. Too early to use your synergy burst.
So, letzte 2 HP, nur warten, bis es aufsteht. Und dies, das dann catchen. Runde 1 scheint hier nicht sonderlich anspruchsvoll zu werden. Auch wenn schon wieder der Gegner volles Resonanzlimit hat und ich nicht. Sobald die beginnen, das effizient zu nutzen, wird's schwierig. Da wurde ich mies gehittet. So, die einzige Combo, die ich kann. Ah ja, ich habe ja die ganze Zeit noch Lapras da. Fun Fact, lass dich nicht grabben. Ja, okay, der Grab ist in der Duellphase ein gutes Stück stärker, aber das war's trotzdem. Ich meine, yay, wir haben mal Damage genommen im zweiten Kampf. Sick. Ja. Aber wirklich schwerer als die Liga-Match, die Turnier-Matches. Nee, doch Liga-Matches war das jetzt auch nicht. Wir bekommen dann nochmal Level 11. Nochmal auf Angriff. Und wir bekommen Pokémon-Attacke. Ah, und wir spielen doch gegen Gardevoir. Ich denke mir halt, Pokémon-Attacke ist ein wunderschöner Titel. Den will ich mir definitiv gönnen. So, Platz 3 der Rangliste. Allerdings wäre die andere Option Platz 1 gewesen, also. Gardevoir ist es das einzige? Nee, es gibt schon noch ein paar mehr Pokémon, die wir noch nie hatten. So, die einzige Combo, die ich kann. Ah, schade. Der wehrt sich. Der wehrt sich. Das ist unsympathisch. Aber wir haben Resonanzlimit voll. Wir haben Lapras und Resonanzlimit. So, Threat. Ah, sad story. Das müsste hitten. Genau. Damit haben wir einen fetten Lead. Noch ein oder zwei Hits vermutlich müssten es sein. So, damit haben wir auch das Halbfinale gewonnen. Jetzt wird's interessant. Wow, ich glaube, das ist eins der ersten beiden Male, dass wir Gewaldros Siegesanimation ohne Megaform sehen. So, das war jetzt aber auch schon ein bisschen hier zum Aufwecken. Der hat sich durchaus mehr gewehrt. Platz 6 ist unser Gegner im Finale mit Suicune. Gibt's noch irgendwelchen Vortalk? Mit dem Kopf durch die Wand, es gibt bloß Kopfschmerz. Ja, es gibt super Talk. Es ist toll. Allein für den Spruch will ich dir auf die Schnauze geben. Do you want to tag for support?
I always defend. Round one. But in the field phase, you can use grab attack to cause a phase shift. Synergy gauge up. All right, you got a kin. Keep it up. Hä, wie dodgt der die ganze Zeit? Gibt's in dem Game Spot Dodge und ich rall's nicht? Zumindest habe ich den Eindruck, der macht die ganze Zeit Spot Dodge. Ohne dass er Schild drückt? Boah, warum hängt da hinten Lucario-Bild an der Wand? Ja, das ist schon wieder ein bisschen krasser. Und dem würde ich irgendwie auch zutrauen, dass er die Resonanzleiste, die gerade voll ist, auch auspackt. Lass dich graben, du Affe! So, Special trifft. Auch wenn ich erst einen falschen Button gedrückt habe. Reicht noch nicht. Das aber. So, Finale haben wir ebenfalls gewonnen. Aber die Gegner wehren sich inzwischen. Wirklich, was erlauben die sich? Warum wehren die sich? Au, zum ersten Mal war Defensive tatsächlich mein höchst gewertetes. Das Turnier der Grünen Liga haben wir gewonnen. Wow, das ist ein wunderschöner Titel. Ihr habt euren Stil gefunden, das gefällt mir. Das ist schön für dich. Easy. Get wrecked. Incredible. Unglaublich, der erste Platz. Ich darf auch nicht nachlassen. So. Dann wird's wohl Zeit für die Rangprüfung. Wir bekommen noch, okay, bisschen Kohle. Digga, wir bekommen für 5 Liga-Matches maximal 50.000. Und jetzt bekommen wir eine fucking Million. Neues Helfer-Team mit Psyana und Nachtara. An sich, boah, ich mag beide Pokémon. Aber ich feiere auch mein Team im Moment. Das sind aber auch... Ja, an sich, die sind schon krass. Dann gibt's noch, wirkt jedes Mal in einer Runde. Das Resonanzmeter steigt leistungsunabhängig jede Runde. Dein Helfer profitiert allerdings nicht. In der letzten Runde gibt's leistungsunabhängig einen ganz fetten Schub. Und neue Outfits für Nia. Das ist toll. Gratuliere, das liegt bestimmt an deiner tollen Mentor. Ich habe Buttons gespammt. Das Einzige, was ich von dir wirklich gelernt habe, war, wo der Shield-Button ist und diese eine Combo, die ich ein paar Mal gedrückt habe. Deine Mühen machen sich bezahlt. Da du Erste gewonnen bist, kannst du jetzt die Rangprüfung ablegen. Wenn du gegen den Ligameister gewinnst, steigst du zu Rang C auf. Ich bin sicher, dass du das schaffst. So, dann mal gucken. Ah, zum ersten Mal Knackrack. Ligameister Travis. Dann ab geht's, das machen wir heute noch. Du bist also der aufstrebende Star. Dies ist deine erste Rangprüfung. Von Nervosität keine Spur, was? Bisschen schon, muss ich zugeben. Wenn du mich besiegst, befördere ich dich zu Rang C. Zeig mir, was du kannst. Oh Gott. Ich bin nicht gut in dem Spiel. Punkt. Komm. Travis, Ligameister mit seinem Knackrack. H.
Haha, funny. Okay. Jetzt Fokus. Schmeißt der Instant ein Projektil. Oh, du Sohn! Okay, okay, das war stabil, das war stabil. Der wehrt sich aber auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass es mich überrascht. Aber er wehrt sich. So. Hör mal auf, mich zu hitten, du Sohn. Ah, das Combo nicht, wenn er in der Luft ist. Genau, dafür muss er am Boden sein. Komm, finish him! Oh, wolltest du mich da etwa hitten? Willst du mich flachsen? Und finish! Sehr gut. Damit haben wir auch die Rangprüfung geschafft. Was willst du? Irgendwie war das einfacher gerade als das letzte Turniermatch, not gonna lie. So, noch ein Level up. Glücksbonus bekommen wir noch. Träumer. Diese Glückstitel sind irgendwie schon weird. Warte, warum bekomme ich jetzt einen Titel für 500.000 Poké-Dollar, nachdem wir im Turnier gerade 1 Million gewonnen haben? Ah, jetzt bekommen wir auch für 1 Million! Gegen den Meister der grünen Liga haben wir gewonnen. Das ist irgendwie nicht so toll, der Rang. Der sieht ein bisschen abwertend aus. Die starke Resonanz, die ich gespürt habe. Das wart ihr, nicht? Irgendwas nähert sich. Etwas Schwarzes. Ist das ein Pokémon? Das klingt rassistisch. Und da ist Shadow Mewtwo, den wir schon am Anfang gesehen haben. Und bei dem keiner weiß, warum das kein fucking Smash Bros. Skin ist. Shadow Mewtwo! Überraschungsbattle in der nächsten Folge von Pokémon Tekken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Und wenn ihr nächstes Mal dabei sein wollt, wenn wir gegen Mega Shadow Mewtwo kämpfen, dann schaltet wieder ein. Bis dann und ciao.